Hallo und herzlich willkommen zu Part 14 von Feed the Beast Infinity Involved Skyblock. Ja, im letzten Part waren wir ja hier stehen geblieben. Da habe ich ja noch den Alter auf Tier 5 upgraden wollen und das Ganze habe ich jetzt gemacht. Also der ist jetzt auf Tier 5. Ich habe hier überall mal Runes of Sacrifice reingemacht, damit ich ein paar mehr Lebenspunkte erhalte von den ganzen Mobs. Und ja, das funktioniert auch alles hervorragend soweit. Aber ja, das ist natürlich nicht unbedingt das Einzige, was ich gemacht habe. Ich habe ja gesagt, ich mache noch ein bisschen was mehr. Das Ganze werde ich später noch wieder zumachen. Ist jetzt egal. Ich habe in der Zwischenzeit mich auch noch darum gekümmert, dass wir ein wenig mehr Draconium-Ingots bekommen. Und wenn wir jetzt mal hier oben in diesen Drawler reingucken, dann sehen wir schon, da ist ein Haufen Draconium Ingots drin. Das sind 36.000 und noch ein bisschen was. Also da sieht man schon, da ist schon einiges zusammengekommen. Das System läuft jetzt aber auch schon ein bisschen. Und von daher ist da natürlich einiges zusammengekommen. Außerdem habe ich mir hier mal ein Schwert gemacht. Und zwar Sword of the Wyvern. Das ist hier vom Draconic Evolution Mod. Und das Schöne an den ganzen Sachen ist, dass man sie eben verzaubern kann und man kann die Bücher einfach wieder wegnehmen. Wenn ich jetzt hier in dem Fall, funktioniert das jetzt nicht, weil ich die Optionen hier das noch gar nicht eingestellt habe wahrscheinlich. Draconic Evolution, genau. Config, hier haben wir das Ganze. Das setze ich mal einfach auf I, das weiß ich, ist nämlich frei. So, und dann kann ich das Ganze hier mit I einmal öffnen. Dann öffnet sich hier mein Inventar. Und das einzige Draconium-Tool, was ich jetzt habe, ist eben hier, das hier. Da kann ich einmal draufklicken. Und wenn ich jetzt hier auf Item Inventory gehe, sehe ich hier die ganzen Verzauberungsbücher. Und das ist nämlich das Praktische bei den Waffen hier oder auch bei der Armor. Man kann hier einfach die Bücher, die man haben möchte, reinlegen. Muss das nicht über ein Anvil machen oder so. Und man kann eben das Ding verzaubern und danach die Bücher rausnehmen, wieder verzaubern, die Bücher wieder rausnehmen und so weiter, bis man eben alle Enchants hat, die man haben möchte. Und da ist eben Soulbound drauf, das hilft eben, wenn man jetzt stirbt, dann bleibt die Waffe bei einem. Das ist ziemlich wichtig, gerade bei solchen Sachen, die sind nämlich etwas teurer. Dann haben wir hier Reaper 5 drauf, das ist für Mob Souls. Man gibt ja hier diese Mob Souls und die bekommt man eben durch die Draconium Tools, wenn man damit Monster tötet. Und damit hat man eben eine wesentlich höhere Chance, dass man welche bekommt, weil die nämlich sehr, sehr selten sind. Und ja, ich habe auch schon einen Haufen Zombie Pac-Man getötet, habe aber bisher nur 2 Stück, glaube ich, bekommen von den Mob Souls. Also es ist wirklich schwierig und ich überlege mir noch, wie ich das Ganze automatisiere. Ja, dann habe ich Wrath 5 drauf und Sharpness 5. Das sind beides Sachen, die nochmal das Tool stärker machen, dass es mehr Attack Damage macht. Aber das Ding hat eh schon 40 Attack Damage. Also ja, das ist ganz gut, würde ich sagen. Dann gehen wir natürlich mal in den Nether und gucken uns dort das Ganze mal an. Da hat sich nämlich auch ein bisschen was verändert. Da ist nämlich die ganze Produktion. Und hier sieht man auch, hier habe ich das Ganze mal durch einen Dimensional Transceiver ausgetauscht, weil ich damit eben unterschiedliche Kanäle auf Energie und auf Items setzen kann. Und das finde ich hier ganz praktisch, denn hier möchte ich unterschiedliche Kanäle haben. Und ja, das ist eben super praktisch, deswegen nutze ich die Dinger hier. Ja, einmal haben wir hier eine kleine Änderung. Wir haben hier hinten ein autonomes Activator. Da ist ein das Iron Cleaver, was ich habe, drinne mit Beheading 3 ist es. Ne, Beheading 4. Rainforest 3 ist es. Und ja, ich muss halt hier noch gucken. Da mache ich dann noch einen Hopper hin, einen Vakuumhopper, der die ganzen Items aufsammelt und irgendwo noch einen Drawler rein. Das gucke ich mal, wie ich das noch automatisiere, damit wir nämlich automatisiert Wither-Köpfe bekommen, um dann den Wither zu automatisieren.
Und die ganze Struktur wird dann auch noch wandern, denn wenn man jetzt mal hier guckt, was an Chunks da geladen ist, habe ich jetzt hier hinten diese Chunks plus das, diesen Chunk hier geladen. Und das Router-Zeugs kommt dann hier in den Teil, denke ich mal. Und das werde ich aber noch sehen, wie ich das mache. Da habe ich noch keinen Plan dafür. Ja, und hier sieht man auch Wireless Charger. Ich habe hier einige von den Viechern getötet. Relativ einfach. Man nimmt hier gerade diese Flasche raus hier. Für Zombie Pigman und dann spawnt hier ja alles voll. Und so geht das relativ einfach. Und wenn man einen antippt mit dem Schwert, dann kommen ja alle anderen auch. Und so ist es relativ einfach. Deswegen Zombie Pigman. Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt mal hier angucken, sehen wir erstmal eine riesige Fläche. Das Ding hier ist ein ganzer Chunk groß, also fast 15 bei 15. Und es sind alles 10x10. Nether Ward, nicht Nether Ward. Nether Ward heißen die Dinger. Die produzieren mir Glowstone. Pro Ding kriege ich hier 4 Glowstone raus. Wenn wir jetzt hier mal gucken, 4 Stück. Und die hauen mir hier einfach diesen Storage Drawer voll. Wie üblich kennt man ja mit dem Harvester. Und ja, dazu brauche ich halt noch Glowstone, brauche ich noch Lava dazu. Da habe ich dann hier eine riesige Produktion. Das sind, glaube ich, 6x6 müsste es sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. 6x6. Unten drunter Liquid Pyrophium. Und ja, das wird einmal hier mit einer Node mit halt Speed Upgrades. Ich habe einfach mal einen Stack reingeworfen. Braucht man wahrscheinlich nicht, aber ist ja egal. Wir haben die Ressourcen, also von daher. Und mit einer Retriever Node für Liquids auch wieder Speed Upgrades rein. Da kann ich nämlich einfach hier oben die Pipes dran klatschen und das Ganze funktioniert dann auch hervorragend. Einfach hier über die Pipes Cobblestone rein und eben auch Liquid wieder raus. So hat man eben minimalen Aufwand und hier ist natürlich der zweite Layer. Funktioniert identisch, hat natürlich extra dafür eine eigene Node jeweils und die Lava fließt dann über den Tank hier entsprechend in die 4 Barrels. Wir haben 4 Stück gemacht. Ich müsste aber noch einmal so eine Struktur unten drunter bauen wahrscheinlich. Dann produziere ich ungefähr so viel Lava wahrscheinlich, wie ich brauche, auch um das voll auslasten zu können. Aber naja. Dann habe ich hier einen Pulverizer. Da wird das Ganze reingefiltert durch Item Conduits, die sind da unten drunter kleben. Dann habe ich mein Sieb mit einem Stack Upgrades hier jeweils drin. Das verbraucht zwar, wie viel sind es? Ja, viel RF. Sind 1000 RF ungefähr, ein bisschen mehr. Aber naja, macht nichts. Dafür haben wir eine hohe Drop-Chance. Und dann haben wir hier einen Autocompressor. Genau, Autocompressor ist das. Und der kompressiert den ganzen Kram, der wird dann hier entsprechend rausgezogen, direkt hier rein, wird dann gehämmert, also wieder klein gehauen, in die nächst kleinere Form, auch hier natürlich Fortune Upgrades und Speed Upgrades drin und dann kommt das ganze Zeug wieder hier hin zurück und hin und her, solange bis das ganze Dust ist, dann haben wir hier einmal Draconium Ore Dust drin, wenn wir jetzt hier sehen, kommt jetzt wieder das rein und das wird dann klein gehauen und daraus kommt dann dieses Draconium Powder. Hier, das hier, Draconium Dust. Und hier drinne sammelt sich dann noch das extra Platinum Ore. Und die beiden Sachen kommen dann hier in den Dimensional Transceiver über einen Filter hier entsprechend die beiden Sachen. Kommen dann hier rein. Und den Rest davon habe ich eigentlich schon gezeigt beim letzten Mal. Da habe ich nämlich schon mit experimentiert gehabt, ob das auch funktioniert. Aber ich zeige es nochmal, weil ich gar nicht weiß, wie genau ich es gezeigt habe. Und so schwierig ist es auch nicht. Und zwar das hier. Müsste ich eigentlich schon gezeigt haben. Aber naja. Da haben wir dann hier den Dimensional Transceiver. Da haben wir dann hier einmal Platinum Ore Dust, der hier rauskommt. Der wird dann hier in die Storage Drawer gedrückt. Und eben hier oben drauf haben wir eine Connection für die Items, wo dann Dust rausgezogen wird, der dann hier direkt reinkommt in den Furnace.
Und ja, ich habe hier extra nochmal Power Condits dran gemacht gehabt, weil die Dinger ja geupgradet worden sind. Und ich weiß nicht, ob das ausreicht, aber ich denke mal, so hat das Ding auf jeden Fall genug Power. Und das ganze Zeug wird dann eben hier ja rausgepumpt und oben in die Storage Roller gesteckt. Das System war ja schon da. Und von daher kommt das oben auch in die Storage Roller an und das funktioniert hervorragend. Ja, das dazu. So bekomme ich mein ganzes Draconium-Zeugs. Und davon habe ich jetzt auch einiges schon, wie man ja gesehen hat. Gehen wir mal wieder zurück. Hier noch irgendwas vergessen, was ich hier noch gemacht habe. Ansonsten eigentlich nichts weiter, beziehungsweise ich kann ja auch mal das hier zeigen. Hier hinten dran, die Conduit-Facades waren ja schon. Ich entsprechend einfach einen zweiten Kanal mit dem Autonomous Activator. Und da muss ich halt mal gucken, wie ich das jetzt mache. Aber ich denke mal, das werden wir jetzt nicht unbedingt in dieser Episode noch machen. Denn ich würde mal sagen, ich mache jetzt einen kurzen Cut und überlege mir in der Zeit mal kurz, was wir denn jetzt noch machen können. Beziehungsweise, ja, ich werde mir noch einen Draconium Bow machen. Und ich denke, wir werden uns dann mal in Richtung Ende bewegen, würde ich sagen, und mal einen Enderdrachen töten. Weil der dürfte ja normalerweise kein Problem sein. Wobei ich eigentlich ganz gerne diese Sachen schon hätte, aber das ist mir jetzt dann doch ein bisschen viel Aufwand und Enderdrache sollte normalerweise nicht das Problem sein. Also sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder und ich mache mir mal eben gerade noch einen Draconic Bow, um mir das ganze Leben noch ein bisschen leichter zu machen. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich habe mir jetzt überlegt, wir machen auf jeden Fall mal den Enderdrachen. Warum nicht? Ist ja mal eine schöne Sache. Dann haben wir das auch mal gemacht. Und den Bogen habe ich mir jetzt gemacht, habe den auch direkt mal enchanted, habe Power 5 und Infinity drauf. Und die Armor hier habe ich auch mal ein bisschen enchanted. Und wie man sieht, habe ich hier jetzt überall Soulbound drauf, bis auf hier und da. Und das möchte ich noch ändern, dass falls ich wirklich sterben würde, dass ich dann eben Soulbound habe. Dafür habe ich mir hier diesen Table hier gemacht von Bibliocraft und die Printing Press. Damit kann man nämlich Enchanted Bücher duplizieren. Und wenn wir jetzt hier einmal Shift-Click drauf machen mit 40 Leveln in dem Fall, dann bekommen wir hier ein Enchanted Plate mit Soulbound. Die können wir hier hineinklicken und hier oben drauf habe ich Ink gemacht, hier Bücher. Und dann wird das Ganze kopiert und man bekommt praktisch zwei Extras raus, weil ich habe jetzt ein Buch ja investiert und bekomme drei raus, also halt eins extra. Das heißt, wir drücken hier mal I, legen hier noch Soulbound mit dazu und dann haben wir hier einmal Soulbound noch für unsere Schuhe und eins legen wir noch da hinten hin. Für die Schuhe zu verzaubern brauchen wir, glaube ich, 14 Level waren es. Die hole ich mir hier nochmal schnell und schon habe ich noch ein weiteres Soulbound-Buch. Das kommt hier rein mit dem Buch dazu und Soulbound. Dann können wir das Ganze auch noch anziehen. Hervorragend. Den ganzen Kram, den wir jetzt nicht brauchen, werde ich mal hier mit dazu werfen. Staff of Traveling brauchen wir alles nicht. So, komm her. Essen ist ja nicht so unbedingt schlimm und Toolbag, der kommt eh mit uns mit. Also gar kein Problem. Die beiden Sachen, das alles hat Soulbound drauf. Ja, genau, hervorragend. Und das hier sind dann noch die Sachen, beziehungsweise die Sachen hier brauchen wir dann. Ich nehme nämlich einmal einen Matter Receiver mit, der ist auch schon auf The End genannt sozusagen und ein Tesseract sind auch alle schon aktiv, damit ich dann relativ einfach eben ins Ende komme. So, den Kuchen würde ich sagen, stellen wir doch einfach auf das Netherportal, warum nicht? So, den müssen wir noch mit
Enderpearls füttern, Enderpearls, Eye of Ender füttern und da reichen auch 5 Stück, okay. Ich dachte, es wären 10. Wieder was dazugelernt. Die schmeißen wir wieder zurück ins System. Und jetzt würde ich sagen, geht es ab ins Ende. Beziehungsweise ich hole mir noch meinen Charge Border heraus, dass ich dann auch ganz einfach wieder nach Hause komme. Und ab geht's. Jetzt spawnen wir hier im Ende und ich würde mal sagen, egal, bleibt jetzt hier. Das ganze Ding müsste jetzt Energie haben, hervorragend. Da sehen wir schon den Enderdrachen. Uiuiui. Der ist böse. Aber das ist ja kein Problem. Der tut uns ja nichts weiter. Wo bist du? Hier hinten. Erstmal natürlich alle Crystals weg. Das kennt man ja schon. Dafür ist natürlich ein Bogen wesentlich besser zu gebrauchen. Und ich habe dich doch gehört. Bleib weg von mir. So, da hinten haben wir noch 3. Dadurch, dass ich übrigens Infinity auf dem Bogen habe, brauche ich auch gar keine Pfeile im Inventar zu haben. Das ist das Schöne daran. Da hat der Mod-Autor mal mitgedacht und sich gesagt, also wenn der schon Infinity hat, Enderdrachen, danke. Wenn er schon Infinity hat, dann braucht er auch nichts weiter als eben den Bogen. Und jetzt muss ich nur noch den Enderdrachen finden. Wo fliegt denn der rum? Ah, da hinten. Hervorragend. Ah, vielleicht mal mit dem Schwert hinterher. Na, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Und ich könnte eigentlich mal Charger anstellen, wenn ich noch wüsste, wie das geht. Bei dem Pack hier, bei dem Jetpack. Da ist ja ein Charger mit dabei, das heißt, ich müsste das ja eigentlich relativ einfach anschalten können. Weiß ich aber leider nicht, wie das geht. Das heißt, ich gehe mal gerade zurück und hol mir da noch was. Das geht ja relativ einfach. Zum Glück. Ich habe nämlich hier noch einen Resonant Flux Capacitor gemacht. Und den müsste ich eigentlich mit Shift-Click genau hervorragend auch zum Chargen bringen, beziehungsweise das Jetpack müsste das eigentlich auch können, wenn ich wüsste wie. Da muss ich mal in den Optionen nachgucken. Controls. Gravity Suit. Nein. Da haben wir nämlich irgendwo haben wir Simple Jetpack. Hervorragend. Toggle Hover Mode. Charger, Charger. Legen wir mal auf. Oh, nö, natürlich nicht. P. Semikolon, warum nicht? So. Jetzt können wir relativ einfach wieder zurück. Einmal hier, Home. Und so. Home und End. Und dann Dial. Und schon können wir da rein. Hervorragend. Und jetzt brauchen wir nur noch unseren Enderdrachen wieder. Na, komm her. Mit dem Schwert ist ein wenig schwierig, deswegen habe ich mir einen Bogen gemacht. Damit geht das hoffentlich irgendwann mal. Mensch, der braucht echt viele Schüsse. Und ist schwierig zu treffen.
Ich habe den sogar leichter in Erinnerung, aber naja. Huch. Den hat er ja vollkommen verzogen. So. Komm her, Enderdrache. Und der Enderman brüllt. Tut mir leid, Enderman. Ich muss doch hier nur einen Enderdrachen töten. Ist doch alles nicht so schlimm. Alles halb so wild. Na komm her. So bin ich ein bisschen schneller. Also wirklich mehr kriegen tue ich ihn deswegen auch nicht. Also ich würde mal sagen, wir bleiben mal beim Bogen und versuchen den ganzen Kerl so abzuschießen. So ein bisschen geht's ja. Haben ihn ja schon halb tot, also von daher. Und viel Schaden haben wir ja auch nicht wirklich genommen, eigentlich gar nicht wirklich. Die Armor hält doch einiges aus, muss ich sagen. Na. Jetzt will er nicht mehr. Doch, eben habe ich ihn hervorragend. Und ins Gesicht. Hervorragend. Und nochmal, komm schon. Und direkt nochmal hinterher. Na, nicht getroffen, schade. Na, komm schon. Täusch mich nicht, Enderdrache. Du musst doch sterben. Tu es für mich. Stirb. Nö, man kriegt wirklich keinen Damage. Oder wenn, dann nur ganz wenig. Sodass man es gar nicht sieht. Komm schon jetzt. Na, endlich. So, jetzt müssen wir natürlich schnell hierher. Denn wir haben hier eine wichtige Sache. Nämlich das Herz des Drachen. Und das brauchen wir für Awakened Draconium und das ist natürlich sehr wichtig, das Zeug. Deswegen dürfen wir den Drachen auch noch mehrmals töten. Und ja, das zieht sich dann noch ein bisschen, weil die Drachen werden dann noch stärker, wenn man sie wiederbelebt. Und je mehr man wiederbelebt, desto stärker werden sie. Das ist ziemlich gut gemacht von Draconium Evolution. Und ja, das Wiederbeleben werden wir jetzt aber noch nicht machen. Und ich werde jetzt erstmal einen kurzen Cut machen und werde mal gucken, wie lange Zeit wir noch haben. Und vielleicht machen wir dann noch einen anderen Bossfight. Er ist allerdings dann nicht so schwierig. Ist eigentlich nicht wirklich ein Boss im Vergleich zum Enderdrachen. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Und ich habe hier noch ein bisschen was vorbereitet für den nächsten Boss, den wir machen. Denn ich habe ja den Blattaltar geupgradet auf Tier 5, habe ich ja schon gesagt. Aber dafür brauchen wir eben noch eine gewisse Sache. Und zwar den Tier 5 Orb natürlich. Den brauchen wir auch. Und den bekommen wir eben nur, wenn wir einen Dämonen-Bloodshard haben. Und diesen bekommen wir wiederum nur, wenn wir eben einen Dämonen töten. Und ja, für einen Dämonen, das ist mehr oder weniger auch ein kleiner Bossfight. Und deswegen braucht man hier dieses Setup für diesen Boss, den man ja, spawnt dadurch und dafür hat man einmal dieses Ding hier in der Mitte. Und da haben wir hier ein Crafting-Rezept entsprechend mit Null-Catalyst. Das ist einfach nur ein Netastar. Davon haben wir ja genug. Crucible-Crafting, das ist nicht unbedingt weiter schwierig zu machen. Und dann eben zwei von diesen Pedestals und diese Pedestals, die hier auch außen rum stehen, sind die Arkans Pedestals mit Blutaltar Tier 4. Also nicht unbedingt schwierig, aber ein bisschen zeitaufwendig. So, dann müssen wir hier in diesen Plinth
einen Master's Blood Orb hineinlegen. Der muss auch entsprechend gebunden sein zu jemandem und der ist ja an mich gebunden, also von daher passt das. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, was wir jetzt machen können. Wir können die verschiedenen Dämonen, die Elementals, beschwören und dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben halt hier Aether, dann bekommen wir halt einen Air Elemental und den mache ich halt ganz gerne, weil der wirft einen nur in die Luft und da wir eh fliegen können, ist das kein Problem. Und wir haben eben hier noch andere, wie zum Beispiel Terra ist, glaube ich, mit dabei, Aqua ist mit dabei, ich weiß gar nicht, was es da alles gibt, aber dafür gibt es eine Wikipedia-Seite, da ist das auch alles schön erklärt, wie man auch die verschiedenen anderen Dämonen, die es noch gibt, eben beschwört und ja, für das Ganze einfach einmal hier auffüllen mit vier Stück, sind sechse, mit sechs Stück von den Dingern und dann darf man ein wenig vorsichtig sein. Außerdem habe ich hier mal Looting 3 drauf gemacht, denn es droppt nicht jedes Mal einer, deswegen ist Looting da auf jeden Fall eine Sache, die man gut gebrauchen kann und da kommt er auch schon und wie man sieht, er wirft uns einfach hoch, aber das ist ja für uns kein Problem. 100 HP hat er und da haben wir auch schon eins, hervorragend, das ging ja besser als erwartet. Aber da man die Dinger trotzdem noch für andere Sachen gebrauchen kann, ich jetzt mal gucke, hier zum Beispiel für den besseren Activation Crystal, wir haben ja im Moment nur Weak, für den Awakened brauchen wir eben auch so einen Dämon Crystal und ja, für die Teleportation Focus bräuchten wir auch sowas, auch einen auf jeden Fall machen wir mal gerade, ging ja schnell. Autsch. Ich muss sagen, wie man noch nicht mal Damage bekommt, obwohl man von einem Blitz getroffen wird. Erstaunlich. Und Nummer 2. Und, na. Können ein wenig schwierig sein, weil sie halt quer, kreuz und quer durch die Gegend fliegen. Aber den haben wir auch. Hervorragend. Und dann brauchen wir nur noch ein Dämonenschart hier rein. Und dann haben wir unseren Tier 5 Orb. Hervorragend. Ja, das ist es eigentlich auch von der Folge schon gewesen. Ich denke, da haben wir schon einiges jetzt erreicht. Und jetzt ist dann auch wieder eine längere Aufnahmepause dazwischen. Da kann ich dann noch einiges machen mit dem Applied Energistics System. Da habe ich nämlich noch einiges vor. Also ich muss ja das ganze System tauschen sozusagen. Habe ich ja schon gesagt, dass ich das mal irgendwann zwischendurch mal machen werde. Außerdem sind auch so Sachen wie Mob Souls, muss ich noch automatisieren, wo ich mir dann überlege, ob ich die Mob Farm umkonstruiere. Und ja, Wither wollen wir noch automatisieren und da überlege ich mir noch was. Und ich denke mal, das werden wir dann auch in der nächsten Folge tun. Außerdem hier werde ich mal ein paar andere Runen hinmachen, die auch irgendwas bringen, nicht die normalen Blood Runes, ein paar Speed Runes vielleicht oder ja, Speed Runes ist wahrscheinlich das, was wir wollen. Und Blood Magic haben wir natürlich auch noch ein bisschen was zu tun, weil wir sind ja jetzt Tier 5, da können wir auch noch zu Tier 6 gehen, aber dafür brauchen wir ein ganz spezielles, tolles Ritual und unser Orb ist fertig, hervorragend. Und ja, für dieses Ritual brauchen wir sehr, sehr, sehr viel Aufwand, müssen wir da betreiben, damit das Ganze dann auch funktioniert. Ja, und bin ich mal gespannt, wann wir das machen werden. Nächste Folge auf jeden Fall nicht, das wird noch ein bisschen dauern, das ist ein bisschen aufwendig. Mal sehen. Also dann, bis zum nächsten Part.